Auch von mir ein herzliches Willkommen in Rotenburg an der Wümme, der unbekannten Schwester von Rotenburg ob der Tauber. Ein Bahnhof, über den es wenig zu sagen gibt, könnte man meinen. Aber ich will schauen, ob ich euch vielleicht doch ein paar Minuten aus dem Alltag entführen kann. Wir sind einmal mehr auf der Rollbahn Hamburg-Bremen zu Gast, von der ich schon die Stationen Hittfeld, Klecken, Buchholz und Sorgehorn präsentiert habe und die auch in meinen Filmen über den Nahverkehr südlich von Hamburg und das Ausbauprojekt Alpha E immer wieder Erwähnung findet. Rotenburg erhielt seinen Bahnanschluss 1874 bei Eröffnung der Strecke, ohne eines der rollbahntypischen Empfangsgebäude aus rotem Backstein, sondern lediglich mit dem vormaligen, entsprechend aufgemotzten Baubüro der Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft. Erst 1912 entstand ein repräsentatives Häuschen, von dem ich lange glaubte, es sei in mehreren Etappen errichtet worden, weil mir das ganze Ding irgendwie zusammengeschustert vorkam. Dieser architektonisch ungewöhnliche Bau tat seinen Dienst bis nach der Jahrtausendwende. Und das Besondere ist, dass ich, entgegen meiner sonstigen Gepflogenheiten, sogar Innenaufnahmen angefertigt habe. So sah es da drinnen 2006 aus. Anfang 2009 schlug das letzte Stündlein des Empfangsgebäudes. Und auch das konnte ich auf Bild bannen, als ich zufällig auf der Durchreise war und spontan ausstieg, um ihm die finale Ehre zu erweisen. Seine Nachfolge trat ein kleines, futuristisches Ensemble an, dessen Durchgang zum Hausbahnsteig sich in direkter Verlängerung der Bahnhofstraße öffnet und zumindest geschichtlich Interessierten einen Anhaltspunkt gibt, wo bis 1927 die Bremer Straße die Gleise in Form eines Bahnübergangs kreuzte. Nämlich genau hier. Wir bleiben in der Vergangenheit. 1906 ging die Nebenbahn von Visselhövede über Rotenburg nach Zeven in Betrieb. Sie war Teil einer durchgehenden Verbindung Hannover-Bremer-Förde, was bis heute an der Kilometrierung und der niveaufreien Kreuzung mit der Rollbahn westlich des Bahnhofs erkennbar ist. Ein sonderlich langes Leben war dem Personenverkehr nicht beschieden. 1958 strich Visselhövede-Rotenburg die Segel. 1968 folgte Rotenburg-Bremer-Förde. Bis 1969 endete häppchenweise der Gesamtbetrieb zwischen Vissel und Brokel. Das Reststück Brokel-Rotenburg sowie die komplette Strecke nach Bremer-Förde gingen 1992 von der Bundesbahn auf die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser, EVB, über. Die Brokeler Bahn rettete das nicht. Sie verlor den Gesamtverkehr offiziell Ende 2002. Nachdem 2007 ein entgleister Güterzug die Anschlussweiche zerstört hatte, wurde sie vom Netz abgeknipst und im Jahr darauf demontiert. Im Rotenburger Stadtgebiet kann man ihren Spuren auf dem Sandhasenweg folgen. Die Bremer Förderstrecke hingegen erfreut sich auch ohne Reisezüge guter Gesundheit. Sie steht, obwohl ja inzwischen Privatbahn, im Elektrifizierungsprogramm des Bundes. In ferner Zukunft soll sie Güterzügen von und nach Bremerhaven die Umfahrung Bremens ermöglichen, was den Bau einer Verbindungskurve von der Bremer Förder zur Verdener Strecke erfordert. Eben diese Verdener Strecke erblickte das Licht der Welt sehr spät, nämlich 1928. Angesichts ihrer Bedeutung als wichtigste Umleitungsroute Norddeutschlands kann man sich kaum vorstellen, dass die Eingleisige, wie sie schlicht und ergreifend genannt wird, erst 1979 zu einer mit 120 km/h befahrbaren Hauptbahn befördert wurde. Gefühlt jeden zweiten Tag sind hier umgeleitete ICE und Güterzüge von der Magistrale Hamburg-Uelzen-Hannover anzutreffen. Und der schon 1980 in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommene zweigleisige Ausbau ist dank Alpha E in greifbare Nähe gerückt. Die Bedeutung für den lokalen Personenverkehr ist indes überschaubar. 1971 wurden alle vier Unterwegshalte gestrichen. Zu den übelsten Zeiten Ende der 80er Jahre beschränkte sich das Reisezugangebot auf 1,5 werktägliche Eilzugpaare. Aber kehren wir zum Bahnhof Rotenburg zurück. Dieser ist in seiner heutigen Form ein Kind der 80er. Seinerzeit wurde die Strecke Hamburg-Bremen für Tempo 200 ertüchtigt und erhielt zwischen Buchholz und Rotenburg ein drittes Gleis. Die Folge war die völlige Umgestaltung der Anlagen.
insbesondere des Ostkopfs mitsamt der Würmebrücke, wo zuvor nur 130 km/h zugelassen waren. In diesem Zusammenhang wurde die Zahl der Bahnsteiggleise von 5 auf 3 reduziert und die Fußgängerbrücke durch eine Unterführung ersetzt, in der dieses zeitgenössische Mosaik zu bestaunen war. In besserer Qualität habe ich es leider nicht. Barrierefreiheit wurde damals zwar noch nicht allzu groß geschrieben, hier jedoch schon mittels überdachter Rampen realisiert. Bei der Modernisierung 2007 wichen die Rampen, Treppen und Aufzügen, sodass mobilitätseingeschränkte und gepäckbeladene Reisende auf funktionierende Fahrstuhltechnik angewiesen sind. Dem Bahnbetrieb dienen im Wesentlichen die drei bahnsteiglosen durchgehenden Hauptgleise 41 bis 43 sowie die Überholungsgleise 44 bis 46 am Mittel- und Hausbahnsteig. Verkehrlich, also für den geneigten Fahrgast, tragen sie die Nummern 4 bis 6. Je zwei weitere Überholungs- und Nebengleise sind westlich vorgelagert. Wie man sieht, waren es mal ein paar mehr. Fahrten in die bzw. aus den Bahnsteiggleisen sind mit Tempo 80 möglich. Von Pferden nach Gleis 46 und umgekehrt sogar mit 120. Der Wechsel zwischen der Rollbahn und der eingleisigen bei Nutzung der entsprechenden Fahrstraßen mit 100. Die Oberleitung erreichte Rothenburg 1968. Bereits ab Mai stand die Pferdener Schiene unter Strom. Ende September folgte die Rollbahn zwischen Hamburg und Osnabrück. Im selben Jahr hielt moderne Stellwerkstechnik Einzug am Wümmestrand. Ein Relaisstellwerk der Bauform SPDRL30 ersetzte das elektromechanische Fahrdienstleiterstellwerk ROG sowie die mechanischen Wärterstellwerke RO und RW. Seit 1989 ist Rothenburg auch Sitz des Fahrdienstleiters für die Bahnhöfe Schesel, Lauenbrück und Tostedt. Rothenburg wird jeweils im Stundentakt durch die RE-Linie 4 und die RB-Linie 41 der Metronom-Eisenbahngesellschaft bedient. Schon fast vergessen dürfte sein, dass es bis zur Betriebsaufnahme des Hanse-Netzes 2010 lediglich eine stündliche Regionalzugverbindung Hamburg-Bremen gab, nämlich den heutigen RE4. Seitdem existiert in dieser Relation mit der RB 41 zusätzlich eine durchgehende Linie mit Halt auf allen Unterwegsstationen. Zuvor wurden die kleinen Bahnhöfe nur von Regionalbahnen Hamburg-Tostedt respektive Rothenburg-Bremen-Twistringen angesteuert. Und wer erinnert sich noch daran, dass der Regionalexpress Hamburg-Bremen bis 1998 außerhalb der Hauptverkehrszeiten bloß zweistündlich unterwegs war? Das konnte ziemlich tragisch enden, wenn man mittags verspätet aus Richtung Pferden eintrudelte und den Anschluss verpasste. Auf der eingleisigen pendeln die EVB als RB-Linie 76 mit einem Dieseltriebzug der Baureihe 628 im 2-Stunden-Takt, morgens und spätnachmittags stündlich. Nachdem die EVB die Nahverkehrsleistungen ab 2014 zunächst im Auftrag der DB Regio erbrachten, treten sie seit 2018 als verantwortliches Eisenbahnverkehrsunternehmen auf. Von 2022 an wird die Strecke Rothenburg-Pferden Teil der Regio S-Bahn Bremen-Niedersachsen. Für den Fernverkehr gilt das in meinen anderen Rollbahn-Videos Gesagte. Im Stundentakt rauschen die IC- oder ICE-Linien 30 und 31 von Hamburg, Nord- und Ostsee ins Rheinland und weiter südwärts durch Rothenburg. Hinzu kommen die Linien 1 und 39 mit ein paar Sprintern und Verstärkern sowie, nach Corona-Maßnahmen bedingter Pause, auch wieder der Flixtrain. Lang ist's her, dass hier sogar Fernverkehrszüge stoppten. Über viele Jahre vor allem frei- und sonntägliche Schnellzüge für die in Rothenburg stationierten Bundeswehrangehörigen. Von 1992 bis 1999 die beiden D-Zug- bzw. Interregio-Paare der Linie 15 zwischen Ostsee und Saarland. Anschließend nur noch vereinzelte IR und IC in Tagesrandlage oder finsterer Nacht. Ende 2005 hat Rothenburg seine letzten Fernverkehrshalte eingebüßt. Der überregionale Güterverkehr gestaltet sich mit über 100 Zügen am Tag durchaus lebendig. Gut ein Viertel von ihnen nutzt die Pferdener Bahn. Wenn Rothenburg bei Störungen oder Bauarbeiten auf der Strecke Hamburg-Uelzen-Hannover von Umleiterverkehren geradezu überschwemmt wird, stößt die eingleisige schnell an ihre Kapazitätsgrenze,
sodass Güterzüge zu einem weiteren Umweg über Bremen Hauptbahnhof gezwungen sind und Reisende der RB 76 mitunter monatelang mit dem Bus vorlieb nehmen müssen. Örtlichen Güterverkehr gibt es auch noch. Seit 1972 sind die Gewerbegebiete West und Hohenesch über ein Industriestammgleis angebunden, das unregelmäßig für Baustofftransporte genutzt wird. Schauen wir uns zum Schluss in der näheren Umgebung um. Nächster Bahnhof auf der Rollbahn in Richtung Hamburg ist Schesel, bekannt durch das alljährlich im Juni steigende Hurricane Festival. Neben drei durchgehenden Hauptgleisen und einer Überholung existieren ein Haus sowie ein super schmaler Mittelbahnsteig. Mehr Informationen zu Schesel und den weiteren Betriebsstellen bis Buchholz wird es eines schönen Tages in einem Extra-Video geben. Auf halbem Wege zwischen Rothenburg und Schesel lag bei Kilometer 286,9 bis zur Eröffnung der B75-Umgehung 1982 ein Werther bedienter Bahnübergang, an dem die Bundesstraße die Rollbahn kreuzte. Der kurvige Straßenverlauf und das turmartige Postengebäude haben bei mir schon im Alter von 3 Jahren einen solchen Eindruck hinterlassen, dass das tatsächlich eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist. Nachbarbahnhof auf der Bremer Seite ist Sottrum mit je 2 durchgehenden Haupt- und Überholungsgleisen, Haus- und Mittelbahnsteig. Das schnucklige Empfangsgebäude beherbergt das älteste noch betriebene Stellwerk der Strecke Hamburg-Bremen, ein DRS-2 von 1967. Und so sah der Warteraum aus, als er noch zugänglich war. Nächster Bahnhof in Richtung Verden ist Unterstedt mit durchgehendem Haupt- und Kreuzungsgleis sowie einem für diese Strecke typischen Empfangsgebäude. Fast 40 Jahre lang lag die Fernsteuerung der kompletten Eingleisigen in den Händen des Fahrdienstleiters Verden. 2017 erhielt sie elektronische Stellwerke und steht seitdem unter den Fittichen des Fahrdienstleiters Stubben Süd in der Betriebszentrale Hannover. Bliebe noch der Bahnhof Waffensen auf der EVB-Strecke nach Bremervörde, der seit kurzem eine neue Aufgabe hat. Am Westzipfel des erwähnten Gewerbegebiets Hohenesch eröffnete die Firma ThyssenKrupp im Mai 2021 ein Logistikcenter, das über Waffensen an die Schienenwelt angeschlossen ist. Die Bedienung erledigt DB Cargo von Bremen aus. Auch der 1937 eingeweihte Rothenburger Militärflugplatz mit der angegliederten von Düring-Kaserne war, beziehungsweise ist theoretisch noch immer, über Waffensen angebunden. Freunde, das soll's für heute gewesen sein. Das war unser Besuch in Rothenburg und umzu. Bei Gelegenheit kümmern wir uns um die weiteren Bahnhöfe in Richtung Hamburg. Erstmal werde ich eure Aufmerksamkeit allerdings in den guten alten Osten lenken, denn unsere nächste Tour führt uns nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, wo es einiges entlang der Strecke von Leipzig bzw. Halle über Eilenburg und Falkenberg nach Cottbus zu sehen gibt. Bis dahin, tschüss!